geh dann. Ja, bitte. Ja, Reiners. Richtig, Ute Reiners. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Fragt, wer ich bin, legt einfach auf. Ein Mann? Ja. Den du kennst? Nee. Und fragt einfach, wer am Apparat ist? Ja. Vielleicht will der nur wissen, ob ich zu Hause bin. Hast du Angst? Angst, ne. Wie lange geht denn das schon? Seit 3 Tagen. Na, ruf doch einmal die Polizei an. Okay, die würden mich doch nur auslachen. Musst du wirklich schon gehen? Na ja, mal, ist ja schon ziemlich spät. Du, fahr aber vorsichtig. Keine Sorge. Guten Morgen. Ja, wir können ja zusammen Mittagessen. Ja, sehr gut. Erwartest du wen? Hallo? Können Sie mal aufmachen? Wer ist denn da? Sie sind bei Ute Reiners. Ja. Und wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich habe vor ein paar Tagen mal Ihnen Bücher gekauft. Ja, und? Über Spanien. Ich sagte Ihnen, dass ich Sie für eine wissenschaftliche Arbeit brauchte. Und, was ist damit? Sie sagten, Sie seien selber mal in Spanien gewesen. Kann ich nicht mal zu Ihnen raufkommen? Nein! Nein, doch ein. Warten Sie, ich komme runter. Ach, du willst mit dem reden? Warum denn nicht? Wir sind doch zu zweit. Komm, ich bring dich. Der spinnt doch. Und wenn ich lieber warten, bis der weg ist? Abend, am Klammerort. Gehen Sie runter? Ja, ich gehe gerade in den Keller. Würden Sie so freundlich sein, meine Freundin mich vor die Haustür zu begleiten? Vor die Haustür? Ja, es könnte da jemand stehen, der Spaß dran hat, junge Frauen zu belästigen. Das mache ich gern. Frauen belästigt, finde ich auch. Kommen Sie mal! Und ich muss ja wieder nach Hause! Dann wollen wir mal sehen, wer da so vergnügungssüchtig ist. Unser Freund hat sich schon dünne gemacht. Wo müssen Sie denn hin? Nur zu meinem Wagen. Wo steht er? Gleich da vorne. Soll ich Sie begleiten? Nein. Also tschüss. Bis morgen. Die Entbindenkleidchen. Ich warte noch, bis sie eingestiegen ist. Danke. Polytrauma, Klinik und Anästhesie verständigt. Kriminalpolizei. 110? Nein, nicht die Polizei, die Kriminalpolizei. Ja, nur das ist Telefonbuch. Das war ein Mordversuch. Das war ein Mordversuch. Glauben Sie nicht auch, dass das... Ein Mordversuch? Moment mal. Verkehrsunfall. Ein Zeuge behauptet, es sei ein Mordversuch. Wer sind Sie, wo sind Sie und wo kann ich Sie treffen?
Ja, ich sagte, na, dann gehen Sie mal los, nicht? Ich warte hier, bis Sie an Ihrem Wagen sind, nicht? Und ich stand dann hier auch, nicht? Und der Wagen kam plötzlich da an, ja. Und kam von da und fuhr direkt auf das Mädchen zu, nicht? So stand sie, nicht? Und machte sich ganz schmal, aber... Er fuhr direkt auf das Mädchen zu. Er hat sie einfach überfahren. Einfach überfahren. Sagen Sie, haben Sie vielleicht den Wagen erkannt, die Farbe, Kennzeichen oder sowas? Ja, ich habe nur auf das Mädchen geachtet. Der Wagen war irgendwie grau, so dunkel. Wo ist denn die Freundin, bei der sie zu Besuch war? Die ist mit dem Unfallwagen weggefahren. Ich weiß es nicht. Die Tote war eine gute Freundin von Ihnen. Sind die Angehörigen schon verständigt? Frau Meiners, glauben Sie nun auch, dass es sich hier um einen Mordanschlag gehandelt hat? Ja. Und er galt mir. Ich sollte ermordet werden. Sie sind Bibliothekarin. Ja, ich arbeite in einer Buchhandlung in der Innenstadt. Der Mann, der Sie heute Abend angerufen hat, der dann später vor Ihrer Haustür stand, war das derselbe, dem Sie diese Spanienbücher verkauft haben? Ich weiß nicht. Ja, die Stimme, vielleicht haben Sie die Stimme erkannt. Keine Ahnung. Wir haben irrsinnig viel Kunden. Ich weiß nicht, wie der Mann aussah. Frau Reiners, könnte irgendjemand einen Grund haben, ihn nach dem Leben zu trachten? Ich weiß nicht. Weder wer noch warum. Sie leben allein hier? Ja. Aber Sie haben noch Angehörige? Nein. Meine Eltern sind gestorben vor ein paar Jahren. Besondere Beziehung, besondere Art zu anderen Personen. Sind Sie eng befreundet, verlobt? Vielleicht wollen Sie heiraten, oder? Nein, nichts von alledem. Tja, also ich... Vielleicht haben wir es hier wirklich mit einem Verkehrsunfall zu tun, nichts weiter. Ein Verkehrsunfall verursacht von einem besonders rücksichtslosen Fahrer, nicht? Und vielleicht war er betrunken. Ja, sicher. Und ja, es gibt gar keinen Zusammenhang zwischen dem... Unfall und den Anrufen, mit denen Sie belästigt werden. Ich gehe nicht dran. Nehmen Sie ab. Sagen Sie nur, ja, wer ist da? Ja, wer ist da? Dieselbe Stimme. Sprechen Sie weiter. Richtig. Ute Reiners hier. Sagen Sie, was ist denn da vor Ihrem Haus? Da ist doch was passiert. Ist da nicht jemand überfahren worden? Fragen Sie, wo er anruft. Sie wollen sprechen. Hallo! Bitte sagen Sie mir, wo sind Sie? Ich möchte Sie gerne treffen. Ich bin in der Telefonzelle vor Ihrem Haus. Ja gut, ich komme runter. Er hat von der Zelle aus angerufen, gleich um die Ecke. Gut, wir gehen voraus. Wo ist die Zelle? Muss man nach rechts und nach links? Nach rechts. Gibt es hier einen rückwärtigen Ausgang? Nein, leider. Ach,
halt nicht mehr viel. Nee. Okay. Da ist ja, es war nett, dich gesehen zu haben. Ja, ich auch. Alles gefreut. Gute, grüß deine Frau. Ja, grüß dich aus deiner Herzen. Gut, okay. Ja. Wo steht dein Wagen? Der steht drüben in der Ecke. Okay. Ciao. Gut, dann. Wirklich eindeutig ihn. Nein, nein, nein. Noch einmal, es muss einen Grund für diese Anschläge geben. Das ist ganz eindeutig. Jemand will sie töten. Weshalb? Bitte, denken Sie noch einmal ganz genau nach. Erwähnen Sie alles. Alles. Verstehen Sie? Auch das, was Ihnen vielleicht im Moment ganz unwichtig erscheint. Ich weiß nichts. Dass ich mir den Kopf zerbreche. Stefan, komm. Sie nicht allein lassen. Kann nicht einer von Ihnen da bleiben. Ich habe Angst. Ihr auf der Couch. Ist zwar nicht sehr bequem. Oder ich schlafe auf der Couch. Ich habe Angst, allein zu bleiben. Ich habe schon unbequemer geschlafen. Ich krieg raus, was mit dem Mädchen los ist. Mhm. Da haben Leute einen Mord begangen. Der Irrtum war ein Fehler, Versehen. Die kommen mit dem Wagen, möglicherweise mit demselben Wagen zurück. Um nochmal einen Mord zu begehen. Und diesmal an der richtigen Person. Nee, also, das sieht nicht nach Amateuren aus. Nee. Also, pass auf dich auf. Ja. Das ist ein Funksprechgerät. Damit bin ich jederzeit mit unserer Dienststelle in Verbindung. Und das hier ist ein Tumba-Gerät. Damit nehmen wir dann die Telefonate auf, falls überhaupt jemand noch anruft. Aber ich glaube ja nicht, dass heute Nacht noch was passiert. Haben Sie was zu trinken? Hab Durst. Ja, was möchten Sie? Ein Bier? Ja, ich hole es Ihnen. Danke. Sagen Sie, als Bibliothekarin muss man oder will man Bücher lesen? Man will. Sind da ein Spezialgebiet? Mhm. Alte Geschichte. Ja, ist das nicht ein bisschen staubig? Ich meine, trocken? Überhaupt nicht. Das ist irrsinnig interessant. Mhm. Ich meine, woher wir kommen. Wir haben uns doch in den wenigen Jahren überhaupt nicht verändert. In den wenigen Jahren? Ja.
Äußerlich hat sich das Leben der Menschen verändert, aber innen... Haben wir uns nicht verändert, meinen Sie? In den wenigen Jahren? Ihr Vater, was hat der beruflich gemacht? Er war Landvermesser. Und Sie leben hier in und mit den Möbeln Ihrer Eltern? Bitte gehen Sie ran. Ja, bitte? Ja, bei Ute Reiners. Ich? Ich bin ein Bekannter, guter Bekannter von ihr. Aufgelegt. Ich werde nur verrückt. Was will man denn von mir? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Tatfahrzeug? Die Ermittlungen haben nichts ergeben. Hast du etwas Neues erfahren? Ich meine, spricht sie, erzählt sie von sich. Das ist gut, gut, komm, lass sie erzählen, wenn die halbe Nacht aufgeht. Ihr Leben, was sie erlebt hat, welche Leute sie gekannt hat. Irgendwo muss es da Berührungspunkte geben, Kontakte, Begegnungen. Ja, ja gut. Viel Glück, Harry. Was ist denn los? Ich habe geträumt. Ich habe geträumt, dass ich erschossen werde. Getroffen von mehreren Kugeln. Das ist doch nur ein Traum. Ein Albtraum. Und morgen? Und übermorgen? Er kommt gerade rein. Morgen. Harry ist es. Grüß dich, Harry. Wo bist du? Ich bin in der Buchhandlung. Ja, ich habe sie hergebracht. Sie wollte unbedingt arbeiten. Es geht ja eigentlich ganz gut. Ein bisschen aus dem Gleichgewicht vielleicht. Aber es ist mir einfach zu gefährlich hier für sie. Mhm. Gut, warte auf mich. Ich komme hin. Hier in der Kasse. Haben die Gespräche mit ihr irgendetwas ergeben? Nee, leider nicht. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Beruf, Familie, Freunde, aber keine Anhaltspunkte. Es muss etwas geben. Guten Tag, Frau Reiners. Wie geht's Ihnen denn? Nicht besonders. Darf er bei mir bleiben? Wir besprechen das gerade. Geben Sie uns noch einen Moment. Selbstverständlich. Können Sie jetzt den Mann beschreiben? Ja, das kann ich. Schlank, größer als ich, so etwa. Schmales Gesicht, Nickelbrille, Haare weiß ich nicht, wegen der Baskenmütze. Wie alt etwa? Um die 60. Die Zeichnung ist soweit fertig. Es stimmt ungefähr, aber nur ungefähr. Das macht nichts, auch das Ungefähre. Lass es mal kopieren. Hilft uns manchmal weiter, vielleicht. Stefan? Augenblick, bitte. Ja? Ariane. Danke. Ariane, hier ist Stefan. Grüß dich.
Danke für den Rückruf. Du, ich habe eine ganz große Bitte an dich. Kannst du ein junges Mädchen für ein paar Tage bei dir aufnehmen? Ein junges Mädchen? Was ist mit dir? Ja, ja, natürlich. Bringst du sie her? Nein, Harry bringt sie dir. Ich kann nicht. Einverstanden. Gut. Danke. Harry soll was? Zu wem soll er mich bringen? Zu einer sehr guten Bekannten von mir. Sie bleiben sicherheitshalber für ein paar Tage da, bis wir klarer sind, ja? Sie glauben also, dass... Hören Sie, wir wollen uns doch später keine Vorwürfe machen. Sie werden ein paar Sachen einpacken müssen für die nächsten Tage, was Sie so brauchen. Ach bitte, lassen Sie mir doch Ihren Wohnungsschlüssel hier. Erlauben Sie mir, dass ich mich in Ihrer Wohnung ein wenig umsehe, dass ich mir alles ansehe, ja? Ihre Fotoalben? Ihre Briefe ansehe, sie vielleicht sogar durchlese. Sie können Nein sagen, Sie können sagen, nein, das möchte ich nicht, ich würde das verstehen. Tun Sie das. Ich muss ihr Ja sagen, weil ich Angst habe. Bitte blättern Sie alles durch, lesen Sie alles, ich habe nichts dagegen. Harry. Weiß, pass auf. Kommen Sie nur herein. Bitte. Muss ich irgendwas beachten? Ja, ich wollte nur keine Leute reinlassen, die du nicht kennst. Ist es denn so schlimm? Wer will ja denn was tun? Das ist es ja. Das ist eigentlich. Weder Sie noch wir. Ich habe gehört, Sie sind Buchhändlerin. Ja. Das hier ist ein ganz anderes Metier. Ich entwerfe Stoffe, ich mache... Ja, vielleicht interessieren Sie sich dafür. Soweit ich im Moment überhaupt für irgendetwas Interesse aufbringen kann. Nichts. Ich habe nichts gefunden, absolut nichts. Wenn du einen völlig ratlosen Menschen sehen willst, dann sieh mich an. Also langsam werde ich nervös. Komm, wir fahren noch mal hin. Geht sie ja? Was macht sie? Sie ist nebenan. Sie wirkt ganz ruhig, sie ist es aber nicht. Ariane, ich habe da vielleicht ein bisschen leichtsinnig gehandelt. Wieso leichtsinnig? Na, ich habe dir das Mädchen ins Haus geschickt. Es könnte sein, nicht unmittelbar, aber es könnte sein, dass ich dich damit in Gefahr gebracht habe. Mich in Gefahr gebracht? So sehe ich das nicht. Ich habe plötzlich Anteil an deinem Leben. Und an einem Leben, jetzt wo du mir dieses Mädchen ins Haus gebracht hast, an einem Leben, das sicher anders ist als das Leben, das ich führe. Normale Leben sind gar nicht so normal. Es geschieht mir recht, wenn ich mal darauf aufmerksam gemacht werde. Nein, Stefan, ich habe keine Angst. Ich würde mich bemühen, keine zu haben. Gut. Guten Abend, Frau Reiners. Guten Abend. Thank you.
Haben Sie was gefunden? Ach, alles, was ich gefunden habe, macht Sie eigentlich noch sympathischer, als Sie ohnehin schon sind. Aber ein Motiv für das, was Ihnen da passiert ist, das war nicht zu finden. Oder sagen wir besser, es war nicht sichtbar. Es gibt doch keins. Bleibt ihr zum Essen? Ich meine, könnt ihr bleiben? Ja, sehr gerne. Morgen, hi. Wo sind die beiden? Zu Hause. Töring und Stolberg passen auf sie auf. Auf die beiden ist Verlass. Telegramm? Es kam an die Adresse von Ute Reiners. Aus der Waldklinik. Aufgegeben im Auftrag eines Patienten. Der Mann ist Scherer. Albert Scherer. Der Frau Reiners höflich um ihren Besuch bittet. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Überhaupt keine. Du? Scherer? Nie gehört. Wer soll das sein? Nein, ich kenne keinen Scherer. Was soll ich? Ins Krankenhaus kommen? Grüß Gott. Wir sind mit Professor Graf verabredet. Machen Sie vor und links bitte in die Erste. Danke sehr. Bitte. Wartet bitte einen Moment, ja? Ja, das kommt nicht in Frage. Nicht in unserer Klinik. Wir sehen uns dann sowieso ja. Um sechs. Danke. Grüß Gott. Herr Professor Gahn? Ja? Mein Name ist Derek. Wir haben miteinander telefoniert. Schön, dass Sie gekommen sind. Wo ist Fräulein Reiners? Sie wartet draußen. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Habe ich richtig verstanden? Sie sind Kriminalbeamter? Ja, ja, das ist richtig. Frau Reiner steht unter Polizeischutz. Warum das denn? Herr Professor, es würde wirklich im Moment zu weit führen, Ihnen das zu erklären. Ich habe eine Frage. Wer ist Herr Scherer? Herr Albert Scherer? Ein Patient, der sehr schwer krank ist. Um es genauer zu sagen, er wird die nächsten Tage nicht überleben. Hm. Und er will Ute Reiner sehen. Warum? Er weiß, dass seine Tage gezählt sind und will nur noch dieses Mädchen sehen. Er hat Ihnen keinen Grund gesagt. Ganz offenbar besteht eine sehr tiefe Beziehung. Überhaupt keine. Ute Reiners kennt den Mann, ich hatte den Namen nie gehört. Ich hatte den Eindruck, Herr Scherer kennt Sie ganz genau. Wissen Sie, Menschen, die vor dem Tode stehen und dies wissen, haben nur noch den Menschen im Kopf, der ihnen am meisten bedeutet. So, und das soll Ute Reiner sein. Ich habe Ihre Unterlagen hier. Wann geboren, wo geboren, Buchhändlerin. Ihre Eltern sind vor 6 Jahren gestorben. Ja, das ist richtig. Eine Sekunde bitte, Herr Professor. Fräulein Reiners, das ist Herr Professor Graf. Ich habe gerade erfahren, dass der Patient von Professor Graf Sie ganz genau kennt. Aber ich kenne ihn nicht. Ja, also was das zu bedeuten hat, das werden wir ja wohl bald erfahren. Herr Scherer, wie alt ist er? 62. Er ist todkrank. Er hat nur noch wenige Tage zu leben. Wie ist sein Zustand? Können wir gleich zu ihm? Gehen wir. Besuch jetzt. Ich gehe mit Ihnen hinein. Ach, ich denke, ich sollte dabei sein, Herr Doktor. Aber bitte nur Sie. Ersparen Sie dem Patienten Aufregung. Gehen Sie hin zu ihm. Da kann sich nicht aufrichten. Ja.
Setzen Sie sich auf das Bett. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich verstehe nicht. Nichts sagen. Bleiben Sie nur. Da sitzen. Entschuldigen Sie, wer ist denn das junge Mädchen? Wieso darf die rein und ich nicht? Darf ich mal fragen, wer Sie sind? Mein Name ist Scherer. Da drin liegt mein Onkel. Und wer ist das Mädchen? Das ist Ute Reiners. Reiners? Kenne ich nicht. Ihr Onkel hat ein Telegramm geschickt, dass er Sie unbedingt sehen möchte. Verstehe ich nicht. Derek. Ich kümmere mich um Freund Reiners. Das heißt, ich versuche ihr zu helfen, wenn sie Hilfe braucht. Braucht sie denn Hilfe? Herr Scherer, Sie können mir helfen und Sie können von Reiners helfen, wenn Sie mir sagen, wer Sie sind. Ich bin Ihr Vater. Aber es ist nicht nötig, dass sie es erfährt. Sie wird sicherlich bald wissen. Aber ich habe versprochen, dass sie es nicht erfährt, solange ich lebe. Wem haben Sie das versprochen? Ihre Mutter. Aber ich wollte sie wenigstens sehen. Ja, was hatten Sie denn für einen Eindruck? Ich meine? Kann ich jetzt rein? Nein, nein, kein Besuch mehr. Morgen vielleicht. Geht's Ihnen denn so schlecht? Das ist Herr Scherer, der Neffe des Patienten. Ach ja. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Nein, nein, es geht Ihrem Onkel nicht schlechter, aber im Augenblick sollte man ihn vielleicht nicht stören. Ich hätte Sie gerne mal gesprochen, wann ist es möglich? Jetzt, wenn Sie wollen. Ich habe Zeit. Oh, das tut mir leid, jetzt habe ich leider keine Zeit. Sagen Sie, würden Sie mir Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer geben? Ja, gerne. Geibelstraße 10, Eingang vom Hof. Mhm. Telefon 34 43 34 1. Mhm. Ich danke. Und wer sind Sie? Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei, Mordkommission. Mordkommission? Ich darf Sie anrufen, ja? Vielleicht noch heute. Ja, wie Sie wollen. Jederzeit. Guten Tag, Herr Scherer. Guten Tag. Hat Ihnen irgendwas gesagt? Er ist vollkommen ruhig, entspannt. Doktor, ich habe eine Frage.
Hat der Schirra Familie, Frau, Kinder? Naja, so viel ich weiß, nur eine Haushälterin und einen Bruder. Und der hat einen Sohn. Den haben Sie eben gesehen. Aha, ja. Und die Haushälterin, kann ich die Adresse haben? Ja, in der Aufnahme bitte. Danke, Doktor. Das ist sehr freundlich. Sie haben noch was erfahren? Ja. Warum sagen Sie es mir nicht? Es tut mir leid, ich habe etwas erfahren, was ich nicht sagen kann. Was ich nicht sagen darf, ich bring doch bitte vorn rein, dass du Ariane bleibe bei ihr. Ich rufe dich an. Ja, ich nehme ein Taxi. Ich schaue mir die Haushälterin an. Okay. Das ist alles irrsinnig merkwürdig. Das kann man wohl sagen, ja. Komm. Mein Name ist Derek, ich bin Beamter der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, hier werden Schirra besucht. Ach, ist er tot? Nein, darf ich hereinkommen? Ja, bitte, bitte kommen Sie doch. Wie geht es, Herrn Schirra? Nicht sehr gut. Bitte kommen Sie doch weiter, ja. Danke. Ja, es geht um Folgendes. Herr Schirra hat seinen Arzt veranlasst, einem jungen Mädchen ein Telegramm zu schicken. In diesem Telegramm bat er, das junge Mädchen ihn zu besuchen. Er bat ein junges Mädchen ihn zu besuchen. Ja, Fräulein Ute Reiners, ist Ihnen der Name bekannt? Er hat es getan. Der Name ist Ihnen also bekannt. Auch die Beziehung zwischen Herrn Schirra und dem jungen Mädchen? Aber ich... Sie dürfen nicht darüber sprechen, nicht wahr? Nein. Er ist Ihr Vater. Was? Er hat es ihr gesagt? Nein, er hat es mir gesagt. Mir. Er hat ja der Mutter versprochen, es dem Mädchen selbst niemals zu sagen. Er hat sich dran gehalten. Warum? Mutter ist seit 6 Jahren tot. Also warum? Sie haben zusammengelebt, aber... Als dann das Kind kam, hat er sich von ihr getrennt, aus Gründen, die er sich heute noch vorwirft. Warum hat er die Mutter des Kindes nicht geheiratet? Er hat eine andere Frau kennengelernt. Eine sehr vermögende Frau. Einzige Tochter eines Großindustriellen. Naja, es ging ihm wohl damals nicht so sehr gut und es war seine Chance, die er wahrgenommen hat. Er hat die Mutter seiner Tochter sitzen lassen? Ja. Diese Ehe mit dieser vermögenden Frau, war sie unglücklich? Nein, durchaus nicht. Nur, sie bekamen keine Kinder und die Frau, die nie sehr gesund war, starb. Wie lange sind Sie im Haus? Ich habe diese Stellung bald nach dem Tode der Frau Schirra angetreten. Eine Vertrauensstellung? Ja. Herr Schirra ist sehr vermögend, nicht wahr? Wie hoch schätzen Sie sein Vermögen? Das kann ich nicht mehr. Das sind viele Millionen. Er hat einen Bruder, nicht wahr? Ja, aber er verkehrt nicht mit ihm. Warum nicht? Er mag ihn nicht. Ja, wieso? Der Sohn des Bruders, der war heute im Krankenhaus. Hat man ihn hineingelassen? Ja, sollte man nicht. Herr Schirra, warum mag Herr Schirra seinen Bruder nicht? Er wollte nicht darüber sprechen. Mhm. Ja, das wäre schon. Danke. Ach, sollten Sie mir nicht doch sagen, warum das alles zu wissen für Sie so interessant ist? Ja, auf Ute Reiners, auf die Tochter von Herrn Schirra, also sind Mordanschläge verübt worden. Mordanschläge? Man hat sie überfahren wollen, man hat sie erschießen wollen. Großer Gott. Sagt Ihnen diese Zeichnung etwas? Ja, es ist... Das ist eher die Baskenmütze, an die ich mich erinnere. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Die Telefonnummer meines Büros, die steht auf der Rückseite. Darf ich mal telefonieren?
Ja, bitte, das Telefon. Du meinst, wir sollen hierbleiben? Hast du denn was rausbekommen? Gut. Nein, wir rühren uns hier nicht vom Fleck. Grüß Gott, ich hätte gerne an Scherer gesprochen, Arthur Scherer. Was wollen Sie von ihm? Ich habe mich mit ihm verabredet. Ich bin seine Mutter, Sie können mir ruhig sagen, was Sie von ihm wollen. Gut, ich komme von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Und Sie wollen zu meinem Sohn? Ja. Arthur! Da steht die Kriminalpolizei, was will die von dir? Guten Tag. Grüß Gott. Bitte kommen Sie rein. Danke sehr. Was hast du mit der Kriminalpolizei zu tun? Gar nichts. Tu mir den Gefallen und geh in deine Küche. Ich will doch fragen dürfen, was du mit der Polizei zu tun hast. Wir haben uns im Krankenhaus getroffen. Im Krankenhaus? Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Bitte. Wem sind Sie denn hier? Ja, danke. Er liegt doch im Sterben, oder? Die haben doch gesagt, dass er nur noch ein paar Tage zu leben hat. Ein paar Stunden. Er lebt noch, Mama. Entschuldigung. Ihre Mutter ist sehr erregt. Ja, das ist sie. Das ist ihre Natur. Immer ein wenig hektisch und aufgeregt. Es stimmt doch, dass mein Onkel noch lebt. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht aus dem Krankenhaus. Ich komme aus dem Hause ihres Onkels. Ich habe mit der Haushälterin gesprochen. Ach so. Ja, ich habe gehört, es besteht da gar keine Beziehung mehr zwischen ihrem Vater und seinem Bruder. Nicht der geringste Kontakt. Ja, das ist richtig. Warum nicht? Das hat Gründe. Genau kenne ich die auch nicht. Da ist mal was vorgekommen. Vorgekommen? Was ist vorgekommen? Eine Unregelmäßigkeit, glaube ich. Na, ich möchte es gern genau wissen. Was ist eine Unregelmäßigkeit? Betrug? Ja. Mein Vater ist einmal vor vielen Jahren wegen Betrug verurteilt worden, hat im Gefängnis gesessen. Ja, das ist jetzt gut 10 Jahre her. Selbst mich wollte mein Onkel nicht mehr sehen. Ich dachte, jetzt, wo er im Sterben liegt, besuche ich ihn mal. Es ist ja mein Onkel. Mein Vater. Was macht Ihr Vater? Was arbeitet er? Nichts. Er macht nichts. Er arbeitet nur gelegentlich. Hm. Er ist doch wohl nicht tot. Nein, er ist nicht tot, Vater. Wie geht es ihm? Was sagt der Arzt? Ich meine, wie lange macht er es noch? Er ist doch im Krankenhaus. Kann man übersehen, wie lange er es noch macht? Ich weiß es nicht, Vater. Muss doch sein Herz wissen. Sind das für Leute? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Derek von der Mordkommission. Was wollen Sie denn bei uns? Was macht er hier? Was will er? Ich habe Herrn Derek im Krankenhaus getroffen. Ach so. Ach so, im Krankenhaus. Ja, vielleicht können Sie mir dann sagen, wie es meinem Bruder geht. Hoffentlich gut. Es geht ihm gut. Haben Sie ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Und, na ja, Eindruck. Er ist sehr schwach, aber bei Bewusstsein. Ja, schön. Das ist alles sehr schön. Gut. Sie gehören zur Mordkommission. Hm?
Ja, ich habe Fräulein Reiners ins Krankenhaus begleitet. Sie als Polizeischutz sozusagen. Sie soll ermordet werden. Ermordet? Sagen Sie, wer ist denn das Mädchen? Und warum durfte sie zu meinem Onkel und ich nicht? Darauf kann ich Ihnen im Augenblick keine Antwort geben. Da bist du ja. Du, ich habe Ute und Ariane mit dir hergebracht. Es ging nicht anders. Sind beide nebenan. Grüß Gott. Weißt du, wie wir uns hier vorkommen? Das haben wir festgenommen. Ja, also so unrichtig ist das gar nicht. Darf ich dir bitte aus dem Mantel helfen? Und wenn ich mir die beiden Damen so ansehe, so muss ich sagen, also ich fühle mich richtig wohl dabei. Herr Berger. Ja. Ja, Klein. So. Moment mal, Stefan. Mhm. Eine Frau Roths. Die Haushälterin von Scherer. Ja, Frau Roths? Ich weiß jetzt, wo ich den Mann gesehen habe. Es ist ein Mitarbeiter bei einem Notar, mit dem Herr Scherer gearbeitet hat. Ich erinnere mich auch an den Namen. Sebald. Sebald, hm? Und der Anwalt. Notar Dr. Holzen. Hm? Die Adresse? Danke, Frau Roths. Sie haben mir wirklich einen großen Dienst erwiesen. Du brauchst mich nicht so anzuschauen. Ich weiß nämlich überhaupt nichts. Berger, die beiden Damen gehen mir nicht aus dem Haus. Komm mit rein. Also das Wichtigste. Ute Reiners ist die leibliche Tochter des todkranken Scherer. So. Und Scherer hinterlässt ein Millionenvermögen. Ah ja? Und der Mann mit der Baskenmütze ist Angestellter bei einem Notar. Schön, was man so alles erfährt. Entschuldigung. Ja, das ist unser Herr Sebald, der hier mal angestellt war. Ist das nicht mehr? Nein. Ich muss ihn entlassen. Er kam einen Prozess und wurde verurteilt. Ach, er hat im Gefängnis gesessen? Ja, 2,5 Jahre. Weswegen denn? Er beging Unterschlagung. Herr Scherer, Herr Albert Scherer liegt im Krankenhaus, das werden Sie ja wissen, ist ein Klient von ihm. Ja. Hat der Sebald, solange er noch ihr Angestellter war, hat er damit Herrn Scherer zu tun gehabt? Ja. In welcher Angelegenheit? Ich bedauere aber... Ihre Schweigepflicht, ich weiß. Aber ich ermittle hier in einem Mordfall. Also, in welcher Angelegenheit hat der Sebald mit Herrn Scherer zu tun? Ich muss Sie bitten zu akzeptieren, dass ich... Ich würde versuchen, es Ihnen zu sagen. Herr Scherer hat hier in diesem Büro in Ihrer Gegenwart sein Testament besprochen. Er hat es gemacht und hinterlegt. Ist es richtig? Ja. So. Und jetzt werde ich versuchen, Ihnen zu sagen, was der Inhalt des Testamentes ist. Herr Scherer vermacht sein gesamtes Vermögen seiner unehelichen Tochter Ute Reiners. Sie ist die einzige Erbin von Legaten abgesehen, die er sicherlich seiner Haushälterin ausgesetzt hat. So, und jetzt meine Frage. Was würde passieren, wenn Ute Reiners das Testament nicht antreten kann? Weil sie tot ist. Meines Wissens hat Herr Scherer noch einen Bruder. Danke, Herr Doktor. Komm, Harry. Ja. Was sagst du dazu, Harry? Ist ja Wahnsinn. Der eigene Bruder? Seine Frau überfiel mich mit der Frage, ist er tot, wie jemand das kaum erwarten kann. Für sie ist es ganz klar, dass nach dem Tode ihres Schwagers das große Geld reinkommt. Denn sie weiß ja nicht, was im Testament steht. Und dann kam ihr Mann, fragte ganz entsetzt, er ist doch noch nicht tot. Er ist doch noch nicht tot. Verstehst du, als ich ihm dann sagte, nein, er ist ja schwach, aber bei Bewusstsein. Und hättest du sehen sollen, wie erleichtert er war. Ich meine, verständlich, denn damit war das Testament noch nicht in Kraft und Ute Reiners noch nicht die Erbe, ne? Was bedeuten würde, dass Scherers Bruder das Testament kennt? Dass er genau weiß, was drinsteht, genauso wie das Sebald weiß, der ja hier im Notariat gearbeitet hat. Verstehst du jetzt?
Das Mädchen, das muss unbedingt tot sein, bevor der Mann im Krankenhaus stirbt. Jetzt brauchen wir Sebald, Scherer und die Helfershelfer. Hast du noch Geld? Ich und Geld. Ich muss weg, sonst krieg ich nichts mehr. Geht schon. Herr Scherer, können wir reinkommen? Ja, bitte. Danke sehr. Sie schon wieder? Ist er jetzt tot? Ich weiß es nicht. Aber gesagt stündlich, jeden Augenblick. Mama. Verdammt nochmal, muss ich diesen Mann lieben, der sich nie um uns gekümmert hat? Muss ich das? Ist der Vater nicht da? Nein, er ist unterwegs. Mhm. Kennen Sie diesen Mann? Sebald. Mein Vater kennt ihn. Ach, Ihr Vater kennt ihn? Ja. Sagen Sie, was ist mit diesem Mann? Ich sage Ihnen gleich, dass ich von diesem Mann keinen guten Eindruck habe. Ich habe Ihnen von den Mordanschlägen gegen das junge Mädchen erzählt. Dieser Mann hat damit zu tun. Dieses junge Mädchen, Udrana, Sie haben sie im Krankenhaus gesehen, ist die Tochter Ihres Onkels. Er hat eine Tochter? Eine uneheliche Tochter, ja. Ich wusste nicht, dass mein Onkel eine Tochter hat. Aber Ihr Vater weiß es. Und er weiß auch, dass Uta Reiners das Vermögen Ihres Onkels erben wird. Es sei denn... Sie stirbt vorher? Ja. Jemanden ermorden? Nur weil... Sie halten meinen Vater dazu zu fähig? Und dieser Sebald? Das ist ein Verbrecher. Ich weiß, dass es ein Verbrecher ist. Der hat auch im Gefängnis gesessen. Wie mein Vater. Ein Verbrecher. Und mit Beziehungen zu anderen Verbrechern. Die sich die Millionen gerne teilen möchten. Und dazu muss sie ihr Vater zunächst einmal erben. Wo finde ich Ihren Vater? Na bitte. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Was war mit dem Gerichtsvollzieher? Ja, natürlich. Der kommt zu dir, der kommt zu dir. Nein, der kommt aber sauber zu dir, der ist so. Der kommt immer zu dir. Nein, wirklich nicht. Immer zu dir. Ich schüttel das Geld an. Komm, ich auf. Wir haben keine Ausweise. Herr Scherer, Ihren Ausweis. Nehmen Sie ihn mit. Sie sind festgenommen, Herr Sebald. Sie auch, Herr Scherer. Stehen Sie auf. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Überhaupt nichts. Sie können mir das nicht in den Schuh schieben.
in Ordnung?